Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir haben beim letzten Mal die Asari-Konsortin Samara zu uns auf die Normandy geholt und einige Nachrichten, naja, eine Nachricht noch bekommen von Earthnot Dark, die ich noch nie gesehen habe. Lieber Mensch, der Clanführer hat befohlen, ich soll mit ihnen Kontakt aufnehmen. Ich kann mich noch an etwas erinnern, aber der Commander der Kundschafter hat gesagt, sie hätten meine Eier aus der Schusslinie gezogen, als sie drüben im Warlocks-Lager gefangen und vergiftet wurde. Ach, das war der Gefangene. Okay. Den wir da aus dem Lager gezogen haben, er solle doch zurücklaufen. Danke dafür. Wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, einen Menschen zu töten, werde ich es nicht tun. Außer ich kriege einen Blutrausch oder so. Nach meiner Genesung durfte ich ins Lager der Frauen. Oh, und das war ziemlich gut. Ich habe mir schon überlegt, zum Bloodpact zu gehen, aber ich bleibe doch lieber hier. Kundschafter zweiter Klasse. Ja, lieber Dark. Bleib mal lieber bei den Earthnot-Clans. Beim Bloodpact werde ich irgendwann vielleicht auf dich zielen müssen. Das wollen wir ja nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, hier haben wir noch Waffen-Upgrades. Ja, toll. Panzer-Upgrades. Ja, den biotischen Schaden können wir in der Tat noch dran machen. Alles klar. Ich habe außerdem beim letzten Mal noch was vergessen. Und zwar, wir können ja ins Quartier und da können wir ja unsere Panzerung, also unsere ganze Rüstung verändern. Und ich hatte ja letztes Mal schon. Oh, unsere ganzen Fische sind tot. Naja. Wenn man den nicht füttert, dann kommt das halt davon. Wir konnten da ja an der Panzerung noch was verändern. Den Typ. Ja, das auf jeden Fall nicht. Da konnten wir zum Beispiel. Also, da hatten wir noch einige Sachen gekauft. Diese Todesmaske finde ich jetzt persönlich nicht ganz so geil. Aegis-Weste. Schildgurt. Mal schaue ich mal ganz kurz. Das finde ich persönlich sieht ein bisschen besser aus. Erhöht Gesundheit, finde ich auch ein bisschen sinnvoller. Für die Schulter zum Beispiel. So, Verstärkerplatten, was bringen die? Erhöht Kraftschaden um 5%. Und das erhöht Gesundheit um 5%. Dann finde ich das schon mal ein bisschen besser. Nehmen wir ein Munitionspack. Boah, das sieht auch geil aus. Erhöht die Schilde um 5%. Dann ist das nicht mal. Lebenserhaltungsgurt. Das finde ich passt eigentlich schon so ganz gut. Simulationsleitungen. Mit Sturmlaufgeschwindigkeit brauchen wir jetzt nicht. Da das sowieso nur so ein bisschen was ist. So, den Rest können wir so lassen. Anwenden. Ansonsten, naja. Der Hamster ist immer noch da. Ja. Der Hamster hat unendlich Essen. Das freut uns. So, dann gehen wir wieder raus. Und wir wollen unsere nächste Mission antreten. Ich hatte mir überlegt, dass wir die Mission von Tali machen und uns dann wirklich so langsam Richtung Ende bewegen. Denn ich hatte, wie gesagt, schon mal, ja, gesagt, dass ich also zwei Projekte im Prinzip noch zwischen Mass Effect 2 und Mass Effect 3 plane, die ich schon im Voraus aufnehme. Und ja, Mass Effect 3 kommt schon in 2 Monaten raus, habe ich jetzt irgendwie so langsam mal realisiert. Das kommt ja am, wann kommt es? Am 6.3., glaube ich. Oder? Am 12.? Ach, ich habe keinen Plan, irgendwie so. Und da wird es natürlich dann höchste Zeit, dass ich damit fertig bin. Deswegen will ich das jetzt mehr oder weniger so schnell wie möglich. Ich könnte es auch noch hinausziehen, sag ich mal, bis auf 2 Monate und dann danach Mass Effect 3 machen und danach die geplanten Projekte machen. Könnte ich auch machen. Ich könnte das auch so machen. Also ich gehe erstmal hier. Ich lande erstmal auf der Migrantenflotte. So sieht also die Migrantenflotte aus. Okay, andocken. Ich könnte das natürlich auch so machen, dass ich die Projekte, die ich dazwischen machen wollte, einfach mache. Und sobald Mass Effect 3 anfängt, pausiere ich die einfach und schiebe die nach Mass Effect 3 wieder hinter. So werde ich es wahrscheinlich auch machen. Sollte es zu lange dauern. So, Samara haben wir jetzt auch dabei. Nehmen wir einfach mal mit. Wir haben ja schon gesehen, die kann biotisch ganz gut arbeiten. Ziehen, ja. Machen wir das auch mal. Samara, ja, für die haben wir jetzt ganz viele Punkte. Asari Justikarin, packen wir auf jeden Fall mal alles drauf.
Was? Ja. Machen wir das. Ihre Kräfte sind auf jeden Fall wichtiger als irgendwas anderes. Werfen. Ja, das packen wir mal auf voll. Wurffeld, ja. Das finde ich sehr schön. Ziehen. Machen wir mal 2 Punkte drauf. Tali. Geht nichts mehr. So, dann können wir beenden. Und auf die Migrantenflotte fliegen. Hier spricht Tali Sorawas Nemana Raya. Erbitte Undock-Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Gezeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Tali Sora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an. Captain Shepard, Tali Sora hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Tali hat der Crew der Normandy in vielen brenzligen Situationen beigestanden. Ich bin hier, um nun einmal ihr zu helfen. Ich verstehe. Als Commander des Schiffes, auf dem sie dient, hat ihre Stimme einiges Gewicht. Ich wünschte, ich könnte mehr für sie tun, Tali. Der Prozess verlangt, dass ich offiziell neutral bleibe, aber ich bin da, wenn Sie reden wollen. Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Das klären wir später, Tali. Wie sieht unser nächster Schritt aus, Captain? Ich habe den Befehl, Tali Sora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also, Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Okay, eine waschechte Gerichtsverhandlung hier. Zur Anhörung gehen. Ich fasse es nicht, dass Sie Tali Sora beschuldigen, so etwas getan zu haben. Ja, das fasse ich auch nicht. Wenn Sie nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringt, für Sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Okay. Zweigeteilte Meinung, schon direkt auf dem ersten Flur. Tali Sorawas Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Ran! Shepard Vas Normandy, das ist Admiral Shala Ran Vas Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Ran! Du hast Vas Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Auf einem Schiff der Menschen zu dienen, ist vermutlich eher ein schlechtes Zeichen. Sie haben mir meinen Schiffsnamen genommen. Da hätten sie mich auch gleich verstoßen können. Es ist noch nicht vorbei, Tali. Du hast Freunde, die dich immer noch als Tali Sora Vas Nima betrachten, egal wie sie dich offiziell nennen müssen. Sie sind Admiral. Gehören Sie demnach auch zu den Richtern? Leider nicht. Ich habe mich wegen meiner Vergangenheit mit Tali und ihrem Vater selbst für befangen erklärt. Vater musste das vermutlich auch tun. Das wirst du gleich sehen, Tali. Ich führe den Vorsitz und achte auf die Einhaltung des Protokolls. Habe aber beim Urteil keine Stimme. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt? Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihnen zu helfen, Tali. Danke, Shepard. Einen besseren Vertreter hätte ich mir nicht wünschen können. Unsere Regeln vor Gericht sind simpel. Um Fallstricke oder politische Schlupflöcher müssen Sie sich keine Gedanken machen.
Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selai. Die Angeklagte, Tali Zora Vasnormandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch! Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandie zuschreiben dürfen, Admiral Corris. Als Talis Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard was Normandie. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Ich will Tali helfen. In ihrem Herzen ist sie immer noch Tali Zora Vasnima, ein stolzes Mitglied der Migrantenflotte. Ich bedauere es sehr, dass ihr Captain heute nicht an ihrer Seite stehen darf. Niemand hat gesagt, dass irgendjemand etwas nicht darf. Es ist einfach so. Lügen Sie ruhig alle an, wenn Sie meinen Saal, Chorus. Aber bitte nicht mich. Und still bleibe ich dabei auch nicht. Der Mensch hat recht. Admirale, bitte. Shepards Wunsch, Tali Zora bei diesem Prozess zu vertreten, wird durchaus begrüßt. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Wie hätte Tali Geth in die Flotte einschleusen können, während sie auf der Normandie Dienst tat? Hören Sie, Shepard. Tali wird nicht vorgeworfen, komplette Einheiten zurückgebracht zu haben, sondern Einzelteile, die sich selbst reaktivieren können. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Wovon reden Sie da? Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der LRI umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Kela. Ich leugne nicht die Wichtigkeit dieser Verhandlung, werte Admirale. Aber jetzt sollte unser vorrangiges Interesse der Sicherheit der Migrantenflotte dienen. Die Normandie ist zur Unterstützung bereit, in welcher Form sie auch immer gewünscht wird. Danke. Quarianische Einsatzteams haben versucht, das Schiff zurückzuerobern, aber bislang ohne Erfolg. Shepard, wir müssen die Alarai zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Alarai den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Mit Ihrer Erlaubnis, werte Admirale, ja. Das Wohl der Flotte geht vor. Und Tali muss Ihren Vater finden. Einverstanden. Und sollten Sie bei dieser ehrenvollen Mission fallen, Tali... werden alle Anschuldigungen aus den Unterlagen entfernt. Darüber reden wir später. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Alarai zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss, Sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Alarai zurückzuerobern, Shepard.
Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Wie geht es Ihnen? Sie wurden ja gerade ganz schön bombardiert, sogar noch bevor man Ihnen von Ihrem Vater berichtet hat. Mir war klar, dass es hart werden würde. Aber man ist wohl nie darauf vorbereitet, des Verrats angeklagt zu werden. Und mein Vater? Ich weiß nicht. Er könnte noch am Leben sein. Sie wissen nicht mit Bestimmtheit, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht, Shepard. Und ich muss es herausfinden. Gehen wir. Richtig. Je schneller wir auf der Alarai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Alarai waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Wenn jemand die Alarai zurückerobern kann, dann Tali Zora. Alles klar. Wir sollen also die Alarai befreien von den Geth. Und ja, nach Talis Vater schauen und vielleicht auch anderen Überlebenden. Wer weiß. Shepard hat vor den Admiralen gut gesprochen. Ja, das stimmt schon. Selbst bei der Anhörung denkt Tali Zora als erstes an den Schutz der Flotte. Tali Zora was niemand. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy. Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard was Normandy zur Verfügung. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Tali Zora. Kila Selai. Auf geht's. Könnte schwer werden, ein ganzes Schiff wieder zurückzuerobern. Aber, na, nicht für uns. So, was tragen die denn so für Waffen? Passt alles. Ich schaue mal nochmal ganz kurz. Moment. Nee, ziehen ist schon direkt hier drin. Alles klar. Vor uns. Ah, das sehe ich wohl, danke. Ja, mit dem Geth haben wir in Mass Effect 3 und in Mass Effect 2 meine ich, noch nicht ganz so viel Übung drin. Also wir haben bisher noch nicht ganz so oft welche gesehen. In Mass Effect 1 war das schon öfter der Fall. Da haben wir ja fast schon ständig mit denen gekämpft. Kann nicht anvisieren. Klar kannst du anvisieren. Schilde sind ausgefallen. Ach Quatsch. Niemand ist hier ausgefallen. Na. Hauptsache ein paar einfrieren. Ist immer gut. So, komm schon. Ich muss sagen, das Ding ist mein Freund. Die Schrotflinte, die neue. Den Hexen. Einen getötet. Den Hexen nicht. So. Ach, ich drücke mal die falsche Taste. So. Bisschen Credits. Spielen. Irgendetwas verlangsamt die Systeme. Wir schalten die Firewalls ab, um die Leistungsverteilung neu einzustellen. Ryle Sora hat befohlen, wir sollen die Standardsicherheitssysteme umgehen. Es würde sonst zu lange dauern. Okay. So, ansonsten war hier nichts. Da hinten war noch ein Medipack. Ich denke, das brauchen wir nicht. Nö. Kriegen wir leider nur 100 raus. Egal, passt schon. So, eine Tür. Ah, was haben wir denn hier? Das ist eine der Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hatte? Okay, das Hacken, ja, lass ich mal ganz kurz sein.
Ich wollte nur schauen, ob wir da irgendwie was Wichtiges rausbekommen oder nur Geld. Aber es war nur Geld. Gerade nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Monitor, okay, hier steht keine Zahl, also wird das irgendwas Spezielles sein. Das können wir dann ruhig hacken. Wenn ich das letzte Teil noch finden würde, oder es auftauchen würde, ah, hier. So. Schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Geths Schildstärke. Okay, was auch immer das bringt. So. Hier kommen noch wieder Gegner, das hört man doch. Ah ja. Geth Jäger. So, den kann sie jetzt leider nicht hacken. Jetzt müsste sie ihn hacken können, oder? Ja, jetzt hat sie ja leider schon eine Fähigkeit benutzt. So, Laptop-Zugriff, da kriegen wir auch noch ein bisschen Geld raus. So, und hier, da kommt wieder so ein Log. Wir haben die Navigation runtergefahren. Genau wie die Waffensysteme. Unser Fehler wird die Flotte nicht gefährden. Wir schmeißen die Tür auf. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Fiona, wenn du das siehst, sei stark. Für Daddy. Mami hat dich sehr lieb. Das wurde wohl gerade aufgenommen als... Was lassen wir auch mal... Als die Normandy da. Ach, die Normandy, die sagt schon. Die Alarai angerufen. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Angegriffen wurde von den Geth. Oder ja, irgendwie. Dass sich Teile aktiviert hatten. Das ist ja auch nicht ganz genau, was hier passiert ist. So, den kannst du gerne mal hacken und den da hinten. Ziehen. Einer weniger, so, die kämpfen schon alle schön gegeneinander. So, welcher ist denn... Wer ist denn jetzt für uns und wer ist denn gegen uns? Ich blick ehrlich gesagt gerade nicht durch. Das ist ja immer so stöhnen müssen, Sir. Sie sind durch meine Schilde durch. So schrecklich. Ja, ich merke es. Na komm, helf mir doch mal mit hier. So, kurz ein bisschen die hinter verschanzen und ausharren. So, komm, du bist tot. Auch wenn ihr euch schön unsichtbar machen könnt, das hilft euch nicht. Denn ich sehe euch trotzdem noch. So, und dich schleudern wir mal schön weg. Raufbold. Ja, ja. Medizinkit brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Kann ich ja mal liegen lassen. Wandsafe umgehen brauchen wir nicht. Vielleicht finden wir was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig. Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Könnten diese Daten ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Vielleicht sollte ihr Foxy von der Idee lösen, den Geth ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem sie zurück können. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren? Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600.
Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Okay. Ja, die Masken von den Koreanern. Einem ist ja schon bestimmt aufgefallen, dass die... Braucht er jetzt nicht ducken? Hallo? Braucht er nicht ducken? Egal. Auf jeden Fall, dass sie alle Masken aufhaben. Das liegt irgendwie am Klima. Genaueres weiß ich da jetzt nicht drüber, aber irgendwie so. Komm, hau ab hier. Ist hier oben nichts verloren. So. Jetzt in Deckung gehen. So, hier wäre vielleicht so ein Wurffeld. Ganz gut. Ja, gut, oder nicht. So, hacken geht leider jetzt gerade nicht. Das ist ja ein bisschen schade. Ja, toll, das hat auch nicht viel gebracht. Er ist nur vereist, aber egal. Also wirklich, die Schrotflinte ist ganz nice. Die macht doch schön viel Schaden. Deswegen mag ich die Schrotflinten. Ich halte sie fest. So. Ach, schon wieder. Boah, da kommen immer mehr. So, habt ihr hier noch irgendwas? Wurffeld, ja. Und zack. Ah, komm, hau ab. Oh Mann, ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen. So. Immer noch einer. Ach, da oben oder was? Ah. So, nicht mehr. Erster Eintrag. Unsere Hacking-Versuche sind fehlgeschlagen. Die Geth haben ein adaptives Bewusstsein. Fällt ein Prozess aus, korrigieren ihn die anderen automatisch. Wir machen dennoch Fortschritte. Ral Zora ist überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes System haben. Diese Waffe bringt unser Volk zurück auf die Heimatwelt. Und das ist allein der Verdienst von Ral Zora. Ja, okay, die Besonderheit bei Geth, ich weiß nicht, ob man die schon mal in Mass Effect 1 erfahren hat, ist, dass sie alle miteinander verbunden sind, mehr oder weniger. Und scheinbar ist es so, dass wenn einer jetzt, weiß nicht, einen Fehler hat oder so, gehackt wird oder sonst was, dass die anderen stets versuchen, das ja zu verbessern, weil ihr Gehirn, sag ich mal, noch, in Anführungsstrichen Gehirn, noch normal funktioniert. Also ähnlich ist es auch mit Informationen, wenn einer was sieht, sehen alle das. Als Beispiel. Nein, 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 nein. Du hattest immer für alles einen Plan. Überlagerte Lebenszeichen oder vielleicht ein medizinisches Stase-Programm an Bord. Du würdest nie... Sie haben Unrecht. Du würdest nicht einfach so sterben. Du würdest mir nicht zumuten, ein Chaos wieder in Ordnung zu... Hey, ganz ruhig. Verdammt! Verdammt! Tut mir leid. Es gibt nichts, was Ihnen leid tun müsste. Vielleicht. Er muss gewusst haben, dass ich komme. Vielleicht hat er eine Nachricht hinterlassen. Danke, Dad. Er wusste, dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt und es ist nicht das, was sie wollten.
Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Aber hallo. So, schau nochmal ganz kurz hier rein. Medizin-Kit. Ach meine Güte, es gibt hier viele Medizinkits. So viele brauche ich doch gar nicht. Wand-Saves, ja, brauche ich auch alle nicht. Weiter geht's. Alles eine Zeitverschwendung. Oh, fuck. Modellschiff der Flottille. Ja, mitnehmen. Geth Commander. So, den schleudern wir mal schon weg. Ja, von wegen. So, ey. Lass das. Ich greife niemand an. Das wagt ihr einfach nicht. So, da hält einiges mehr aus. Da können wir jetzt auch eigentlich so ein Atomding reinschicken, aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich, weil ich nicht weiß, ob ich davon selbst Schaden bekomme. Und ich gehe mal davon aus, dass ich Schaden bekomme. Ach komm, wie viel hält denn der aus? Sehr gut. Vor allen Dingen wegen der Panzerung kann ich jetzt auch nicht so wirklich was dran machen. Das Ziel wird von Panzerung geschützt und alles mögliche. Kann ich höchstens mal das machen. Bringt aber auch nicht ganz so viel. So, hier kann ich Ziel machen. So, und jetzt ist es kaputt. Nice. Das hätten wir geschafft. Laptop, ja. Von der Scheibe aus Zugriff. Passt schon. Beweise beschaffen. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Spielen Sie sie ab. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk zwei weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard. Keela, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Tali, ohne diese Beweise wird man sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukommen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Alles klar. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Wir müssen auf Shepards Angebot seiner Unterstützung vertrauen. Die sehen aber schon, dass sie hier gerade noch hinter mir herläuft, ja? Marianische Marines haben keine 5 Minuten überlebt, Admiral. Verkünden Sie's. Eine Schande. Naja. Also gut. Schande hin oder her. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen?
Entschuldigen Sie die Verspätung. Tali Zora, was Normandy, hat die Alarai gerettet. Hoffentlich beweist das ihre Loyalität zum quarianischen Volk. Ihre Loyalität stand nie in Zweifel, nur ihre Urteilsfähigkeit. Vielleicht kann Tali Zora etwas anbieten, damit wir ihrer Urteilsfähigkeit mehr Vertrauen entgegenbringen. Haben Sie auf der Alarai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Shepard, bitte! Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Aber wenn Sie mehr brauchen, kann ich die Normandy ins Feld führen, die Tali ebenfalls vor den Geth gerettet hat. Obwohl es dort so ruhig ist, dass sie nicht richtig schlafen kann. Wir wissen immer noch nicht, was auf der Alarai geschehen ist. Nein, Admiral, das wissen Sie nicht. Aber Sie haben ihr meinen Namen gegeben. Ich bin Ihr Captain. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen und ich sage Ihnen, dass sie unschuldig ist. Und wir sollen der Meinung dieses Menschen einfach so Glauben schenken? Wir haben Talis Leben in die Hände des Menschen gelegt. Würden Sie zweifeln, wenn es sich um einen quarianischen Captain handeln würde? Nein. In Anbetracht der übrigen Beweise würde ich das wohl nicht. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora, angesichts ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an, in Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Bei allem Respekt, Admiral, ich habe keinen Ihrer Leute vertreten, sondern einen von meinen. Wohl wahr, Shepard. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora, was Normandy. Kela Se. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Solange ich das Sagen habe, lasse ich nicht zu, dass Tali Zora, was Normandy, verstoßen wird. Danke. Captain. Das ist wertvoll. Okay. Das war ja doch ganz, wow, 34 vorbildliche Punkte. Das war ja doch ganz, ganz nice. So, wir gehen erstmal weg. Haben Erfahrung gehalten, Energieentzug. Eine neue Kraft für Tali, ein neues Outfit, ja, ein zyklonisches Partikel-Geth-Schildstärke-Dingsbums, Universalwerkzeug-Upgrade, Credits und sonst nichts. Und ich würde sagen, das wäre es erstmal wieder. Ich kann, glaube ich, davon ausgehen, dass Samara jetzt noch mit uns reden möchte, wegen der Nebenmission. Das würde ich dann jetzt noch kurz in der Folge machen. Oder? Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, dann schauen wir ganz kurz. Detective Anaya, das war doch die Dingens. Ja, genau. Grüß, Commander. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Nachricht Sie erreicht, aber nochmals meinen Dank für die Hilfe mit Samara. Eclipse hat sich völlig bedeckt und auch meine Vorgesetzten lassen mich in Ruhe. Keine Ahnung, ob das etwas mit Ihnen, etwas miteinander zu tun hat, aber ich werde das nächste Mal eine Justikarin begegnen. Wenn ich das nächste Mal eine Justikarin begegne, kann ich ihr hoffentlich den gebührenden Respekt entgegenbringen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mit einer von Ihnen in einem Fall gearbeitet habe. So. Sie können sich glücklich schätzen, Mensch. Danke. Und wenn ich weitere Informationen über die Zielperson finde, leite ich sie weiter. Jo.
Okay. Und Samara möchte nicht reden? Okay. Dann schauen wir wenigstens nochmal ganz kurz in der Folge. Waffen-Upgrades haben wir nicht. Panzerung-Upgrades. Ah, da haben wir doch was. Biotische Abklingzeit. Ja, das machen wir. Und Tech-Schaden. So. Schiffsverbesserung. Ja. Ach, das ist dieser. Ist das dieser. Hier, diese zyklokanische Batterie. Ach, Barriere, meine ich nicht. Batterie. Ist das das, was wir gerade gefunden haben? Wegen den Geth? Oder. Nee, das ist das hier. Weil hier auch zyklokanisch stand. Alles klar. Hätten wir es auch abgeschlossen. Und. Um was wir uns langsam auch mal kümmern sollten. Ist. Samara möchte sie kurz. Ja, natürlich möchte sie das. Das machen wir gleich. Sie lebt hier in den Mannschaftsquartieren. Ich möchte allerdings noch mal kurz was anderes machen. Und zwar mit Miranda reden. Ganz einfacher Grund, denn wir brauchen, ja, oder was heißt wir brauchen? Wir werden eine haben, auf jeden Fall. Eine, ja, mehr oder weniger Freundin am Ende des Spiels, so wie es auch bei Mass Effect 1 war. So müssen wir uns auch hier dafür kümmern. Darum kümmern. Deswegen reden wir einfach mal ganz kurz mit ihr. Sollte reichen. Nochmal danke, Shepard. Dafür, dass Sie die Zeit opfern, mir mit meiner Schwester zu helfen. Ich hätte Orianna ohne Ihre Hilfe nicht rechtzeitig erreicht. Ich bin froh, dass Niket versucht hat, alles wieder gut zu machen. Danke, dass Sie mich aufgehalten haben, Commander. Schon witzig. Ich dachte, Ihnen ging es nur um den Job. Schön, dass da noch irgendwo ein Mensch steckt. Die Mission ist zu wichtig und lässt keine persönlichen Gefühle zu. Trotzdem danke, Commander. Meine Schwester ist wieder in Sicherheit und daran waren Sie maßgeblich beteiligt. Ich werde das nicht vergessen. Jo, ich weiß nicht, ob das reicht. Speichere einfach mal ganz kurz. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später zurück vielleicht. An die Arbeit. Natürlich, ja, ja. Commander. Dann hauen wir auch wieder ab. Und reden kurz noch mit Samara. Wir können auch noch mit Garrus und den ganzen anderen reden hier. Von wegen, danke, dass sie uns gerettet haben. Oder den und den gerettet haben und wie auch immer. Aber das lasse ich jetzt mal sein. So, und hier ist Samara. Ich bin froh, dass ich mich Ihrem Team angeschlossen habe. Es ist zu lange her, dass ich mit Gefährten unterwegs war. Wenn es soweit ist, werde ich alles tun, was notwendig ist. Sie sind ein wichtiges Mitglied der Crew, Samara. Es ist mir eine Ehre. Aber es gibt da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Eine Adat Yakshi ist also eine besondere Art von Mörderin? Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Diese Sache verlangt ganz eindeutig ihre volle Aufmerksamkeit. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur, dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für sie sein muss. Ich will kein Mitleid, Shepard. Ich nehme es nicht an. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen.
Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Solche Momente verändern einen. Und ich habe noch Jahrhunderte vor mir, in denen ich damit leben muss. Ich rede zu viel, verzeihen Sie. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morinth finden. Okay. Also beim nächsten Mal werden wir uns auf Omega bewegen, hinbewegen und nach Morinth, oder wie sie ausgesprochen wird, suchen und versuchen, sie auszuschalten. Und das wär's jetzt mal wieder für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Mass Effect 2. Also, bis dann. Ciao.